Walter J. Jacobs war ein Mann mit Visionen. Im Alleingang machte er aus einer kleinen Kaffeerösterei, welche sein Onkel gegründet hatte, den größten Kaffeeproduzenten Deutschlands. Auch im Privatleben hatte er ehrgeizige Ziele. Als geborener Pferdemann erwarb er 1960 ein Gestüt in Norddeutschland, auf dem bislang Warmblüter gezüchtet wurden. Experten gaben ihm wenig Chancen, hier erfolgreich schnelle Vollblüter zu züchten, da man die Böden als zu arm und sandig erachtete. Walter J. Jacobs würde das Gegenteil beweisen. Die Grundlage seines überwältigenden Erfolgs war der Erwerb einiger Zuchtstuten in England, Stuten, die er eigenhändig aussuchte. 1988 brachte eine dieser Stuten einen kleinen Fuchshengst zur Welt und er sollte den Namen Lomitas erhalten. Sein Körperbau und Aussehen gaben sofort Anlass zu großen Hoffnungen. Er wuchs zu einem stattlichen Zweijährigen heran, dann verließ er das Gestüt, um vom jungen und ambitionierten Trainer Andreas Wöhler in Bremen trainiert zu werden. Andreas erhielt somit eine große Chance. Der vorzeitige Tod seines Vaters hatte ihn gezwungen, ein großes Trainingsquartier viel früher zu übernehmen, als er es sich wohl gewünscht hätte. Er war erst im zweiten Jahr seiner Karriere, als Lomitas Ende 1989 in seinem Stall ankam. Lomitas erhielt seine erste Nennung für ein Rennen in Hannover. Und nun zeigte er zum ersten Mal eine Neigung, die sich zu einem so großen Problem entwickeln sollte. Lomitas weigerte sich, in den Transporter zu steigen. Lomitas konnte nicht starten. Lomitas erhielt eine erneute Nennung für ein kleines Sieglosenrennen. Man übte mit Geduld und Spucke, buxierte ihn in den Hänger. Er kam, er sah, er siegte. Lomitas machte sich rasch einen Namen als führender Zweijähriger des Jahres 1990 in Deutschland. Er gewann seine beiden Starts und war selbstredend ein heißer Anwärter auf das deutsche Derby. Das fällt jetzt in den Einlauf. An der Innenseite führt Iris Dew. Wird angegriffen von Lomitas. Iris Dew an der Innenseite in der Bahnmitte Lomitas. Und Lomitas geht nach vorne. Lomitas führt gleich mit zwei Längen vor Iris Dew. Lomitas klar vorne jetzt schon. Vor Iris Dew, dahinter kommt Ferry Dancer und Ingis Basualdo. Aber Lomitas ist klar vorne. Lomitas löst sich hier auf klaren Vorsprung. Lomitas ganz klar vorne. Lomitas klar vorne gewinnt den Arab Juniorenpreis. Überlegen vor Ferry Dancer, dann Iris Dew, Basualdo, Lonely Love. Man plante seine anspruchsvolle Route, die Mitte des Jahres natürlich gen Hamburg führen sollte. Er legte seine Ständerprüfung ab und niemand ahnte, was sich dann bei seinem ersten Start als Dreijähriger in Krefeld ereignen sollte. Das Rennen Busch Memorial. Die Zeit 20 Minuten. Erst dann konnte man Lomitas bewegen, die Startmaschine zu betreten. In diesem Moment erfolgt. An der Innenseite hat Aufsteiger das Kommando übernommen. Aufsteiger. Das Feld ist jetzt ausgangs des Schlussbogens und erreicht in diesem Moment den Einlauf. Na, etwas mehr als 400 Meter sind zurückzulegen. Das Feld ist in breiter Formation. An der Innenseite Aufsteiger. In der Bahnmitte kommt jetzt Lomitas. Und Lomitas geht nach vorne. Lomitas ist vorne. Ganz außen wird jetzt Borrego Blues eingesetzt. Aber Lomitas ist vorne. Lomitas führt. Lomitas vor innen De Niro. Lomitas vor De Niro und Quaglino. Lomitas ist vorne. Lomitas. Lomitas führt mit zwei Längen, mit drei Längen. Lomitas. Lomitas löst sich hier. Lomitas gewinnt leicht vor Quaglino, dann De Niro vor Chrome und Quaglino. Nach diesem Sieg stand ein klassischer Test bevor. Die deutschen 2000 Guineas und man fuhr voller Hoffnung nach Köln. Was folgte, war eine Katastrophe. Auch 20 Minuten reichten diesmal nicht aus, Lomitas in die Startmaschine zu verfrachten. Er hatte es sich in den Kopf gesetzt. Da gehe ich nicht rein. Es wurde brenzlig. Die Vorprüfungen und das Derby waren nur noch einige Wochen entfernt. Und nun war klar, dass sich das Problem nicht in Luft auflösen würde. Aus welchem Grund auch immer hatte Lomitas die Zusammenarbeit eingestellt und seine Menschen würden nach neuen Wegen suchen müssen.
An dieser Stelle kommt ein gewisser Monty Roberts ins Spiel. Er hatte gerade der englischen Queen eine vielbeachtete Vorführung seines Horsemanship gegeben, die ihrerseits tief beeindruckt von Montys Methode war, auch mit den ungestümesten Pferden zu kommunizieren. In Deutschland, damals gänzlich unbekannt, war sein Pferdeflüstern so ganz anders als alles, was man bisher kannte. Aber Monty erzielte Ergebnisse und hatte einen guten Ruf. Und was hatte man zu verlieren? Man würde wieder ganz von vorne anfangen. Lumitas und seine Menschen, allen voran sein englischer Arbeitsreiter Simon Stokes, würden erneut die Schulbank drücken und lernen, sich auf anderen Wegen zu verständigen. Simon kann sich noch gut an die erste Stunde erinnern. Es war ein dunkler und regnerischer Tag, wie deutsche Sommertage ebenso sind, als Lumitas seine erste Lektion in Sachen Join-Up erhielt. Monty führte ihn in eine Reithalle und schloss die Tore. Mann und Pferd blieben. 4 Stunden lang. He came and had 2 weeks to get Lomitas right before the Derby. So we were under pressure. And they bonded and Monty did a join-up, which I'd never seen before in my life. And communicated and the horse loved. Als das Derby immer näher rückte, entschied man sich, Lumitas im Konsul Bajew-Rennen antreten zu lassen. Die Menge hielt den Atem an, als ein ruhiger und selbstsicherer Monty Roberts, der speziell für dieses Rennen eingeflogen worden war, Lumitas Halfter nahm und zielstrebig Richtung Startmaschine schritt. Tausende Zuschauer brachen in frenetischen Jubel aus, als sie die Bedeutung dieses Augenblicks erkannten. Es war ein spezieller Moment, der nicht verloren war, und Lumitas gewann das Rennen in Bremen wie ein ganz besonderes Pferd. Lumitas ist vorne. Hondo Mondo kämpft mit Le Jardin. Lumitas vorne und Hondo Mondo kommt nicht ganz heran. Auf den letzten Meter wird er noch schnell. Aber Lumitas bleibt vorne, gewinnt mit knapp einer Länge vor Hondo Mondo. Le Jardin dahinter, großer Abstand bis zu Coralito und Northern Star. Auch Simon vertiefte seine Kenntnisse nun im Join-Up. Er wurde Lumitas Partner und beide setzten ihr gemeinsames Training fort. Und auch er lernte neue Wege, mit Pferden umzugehen. Das deutsche Derby. Lumitas war ruhig und zufrieden, als er durch den Führing marschierte und mit Jockey Terence Hellier zum Start galoppierte. Monty und Simon waren zur Stelle, zusammen mit einem nervösen Trainer Andreas Wöhler. Lumitas benahm sich tadellos, als hätte nie ein Problem bestanden. Und doch spielte erneut das Schicksal einen kleinen, aber vielleicht entscheidenden Streich. Diesmal, als Lumitas die Startmaschine verlassen wollte. Kaum sichtbar für die Zuschauer hatte sich Lumitas Boxentür Bruchteile vor den anderen geöffnet. Und unwillkürlich war Wöhler, der natürlich an dieser Maschine zugegen war, vorgesprungen, um diese wieder zu schließen. Das Derby war gestartet. Alles lief gut für Lumitas, der sich gut regulieren ließ. Er kam an der Außenseite und startete seinen Angriff in die Gerade herein. Doch die Gefahr, in Form von Temporal und einem jungen, noch gar nicht berühmten Frankie De Tori, war schon zur Stelle. Trotz aller Versuche seines Reiters konnte Lumitas die beiden nicht besiegen. Unter großem Druck fiel die Peitsche auf Lumitas Flanken und er mag nicht ganz gerade geblieben sein. Alles war vergebens. Er war nur Zweiter. Lumitas gewann alle verbleibenden Gruppe 1 Rennen des Jahres. Er lief einfach mit ihnen davon. Der große Preis von Baden war gut besetzt. Ein starkes Feld kreiste bei heißem Wetter an der Startstelle. Diesmal war es nicht nur ein Sieg. Lumitas deklassierte seine Gegner. Er war so überlegen, dass es Manfred Chapman beinahe die Sprache verschlug und sein jubilierendes Lumitas, 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 überlegen vor Temporal. Dritter ist weit, vierter Cresus, fünfter Ultop, die deutschen Pferde alle vorne, eine super Leistung. Auch der Preis von Europa war eine Demonstration und es wurde viel über den Prix de l'Arc de Triomphe geredet.
Sein weiser Besitzer wollte dem jungen Hengst aber nicht zu viel zumuten und man nahm an, im nächsten Jahr eine weitere Chance zu haben. Lomitas war offiziell das drittbeste dreijährige Rennpferd Europas und Galopper des Jahres natürlich auch. Lomitas überwinterte gut und startete mit einem Sieg und einer unerwarteten Niederlage in die neue Saison. Dann kam er nach Hamburg, um seine bittere Niederlage im Derby vergessen zu machen. Lomitas gewann den großen Hansa-Preis mit 4 Längen, unter dem Jubel seiner treuen Fans. Er glänzte wie Bronze in der Sonne und niemand sah die dunklen Wolken, die sich über seinem Kopf zusammenbrauten, die seine Karriere und letztendlich sein Leben in ernste Gefahr brachten. Einige Zeit nach dem Rennen in Hamburg traf ein Brief bei Herrn Jacobs ein, der eine hohe Geldsumme forderte und androhte, dass bei Nichtbezahlen Lomitas Leben in Gefahr sei. Aber würde jemand wirklich ein unschuldiges Pferd töten? Sicherheitshalber reagierte man jedoch. Lomitas erhielt einen Nachtwächter und man informierte auch die Polizei. Lomitas setzte sich unverändert und scheinbar unbelastet fort. Sein nächstes Ziel war ein Gruppe-1-Rennen in Düsseldorf, der Preis der Berliner Bank. Lomitas erschien ruhig und versammelt im Führing, aber sein Fell war glanzlos an diesem Tag. Er war nie im Rennen und trudelte viele Längen nach dem Sieger ins Ziel. Hier lief etwas offensichtlich ganz schrecklich falsch. Ein anonymer Brief traf bereits am nächsten Tag ein. Wir können jederzeit an das Pferd gelangen und Düsseldorf war nur eine Warnung. Schlimmeres würde folgen, wenn man der Geldforderung nicht nachkommen würde. Eine Untersuchung nach dem Rennen zeigte deutlich erhöhte Leber- und Nierenwerte. Anzeichen, dass man tatsächlich versuchte, Lomitas zu vergiften. Nun war es offensichtlich, Lomitas Leben war in Gefahr. Einige Tage später erhielt Simon einen vertraulichen Telefonanruf. Lomitas war in seiner alten Umgebung nicht mehr sicher. Mit so vielen Gefahren, die offensichtlich um ihn herum lauerten, und die Drohung wurde nun sehr ernst genommen. Lomitas wurde vergiftet und Walter Jacobs würde nicht tatenlos zusehen. Es mussten Taten folgen. Ein Privatflugzeug wurde gechartert und Lomitas eines frühen Morgens mit Polizeieskorte zum Flughafen gebracht. Er würde verschwunden und sicher sein, bevor man sich versah. Seine Abreise fand unter höchster Geheimhaltung statt. Man hatte nicht einmal seinen Trainer informiert, damit niemand aus Lomitas Umfeld, der mit falschen Absichten agierte, noch eine weitere Möglichkeit bekommen würde, Lomitas zu verletzen. Lomitas und Simon betraten das Flugzeug in Bremen und Lomitas schien den Ernst der Lage sofort zu erfassen. Ohne Zögern betrat er die enge Box, ohne Anzeichen seiner alten Ängste. In den Tagen vor der hektisch geplanten Abreise wurde über Monty Roberts Kontakt zu Lester Picketts Yard hergestellt. Und hierher würden Lomitas und Simon nun reisen. Lomitas erhielt sogar einen neuen Namen, Pirelli, um seine wahre Identität zu verschleiern. Er würde einfach ein schicker Fuchs auf den Galopp sein. Einer zwischen vielen, mit einem englischen Arbeitsreiter. Ein einfacher Plan, aber einer, der funktionierte. Simon Stokes Tagebuch, das er während dieser Zeit regelmäßig führte, notierte eine besonders gute Morgenarbeit Mitte September 1992. Ein Tag, an dem Lomitas begann, wieder wie ein richtiges Rennpferd zu arbeiten und an dem alle Sorgen und Probleme der Vergangenheit anzugehören schienen. Nun war der Fortschritt für jedermann sichtbar und Lomitas war ganz offensichtlich nicht ein ordinäres Rennpferd. Wie lange würde man sein Geheimnis noch wahren können? Er war geboren, ein Rennpferd zu sein. Und der Lauf der Dinge und seine Verbesserung zeigten deutlich, dass Lomitas auch nach all den Drohungen und Unruhen noch eines sein wollte. Es war jedoch ausgeschlossen, nach Deutschland zurückzukehren und England schien nun auch nicht mehr lange sicher zu sein. Lomitas und Simon würden erneut ein Flugzeug besteigen und dieses würde sie beide noch weiter weg von allen kriminellen Energien
und Gefahren bringen. Sie würden nach Amerika reisen. Dies geschah natürlich unter tatkräftiger Hilfe von Monty Roberts. Er arrangierte einen Trainer, Ron McNally, ansässig in Santa Anita, Kalifornien, und Lomitas hatte seinen Job zurück. Er war wieder ein vollständiges Rennpferd und man hoffte, am Ende des Regenbogens nun endlich Gold zu finden. Lomitas Story endet hier nicht. Er blieb einige Zeit im Training und er lief in einigen Rennen in Amerika, 4 an der Zahl. Er gewann sogar ein kleines Rennen, aber er konnte die Langzeitwirkungen des Giftes nicht abschütteln. Vor allem seine Hufe waren zu sehr in Mitleidenschaft gezogen. Äußerlich soweit gesund, war er innerlich noch immer ein krankes Pferd. Und sein Leben als Rennpferd ging zu Ende. Aber er hatte sich niemals blamiert. Es war an der Zeit für Lomitas, nach Hause zu kommen. Es ist der Traum eines jeden Züchters, ein Pferd zu schaffen, welches gut genug ist, ins Heimatgestüt zurückzukehren, um als Deckhengst seine Gene weiterzugeben. Lomitas war der Champion, von dem Walter J. Jacobs immer geträumt hatte. Und erhobenen Hauptes. Lomitas deckte seine ersten Stuten im Jahr 1994 und es schloss sich ein Kreis. Hier war er geboren und aufgewachsen, hatte seine ersten stachsigen Schritte auf kleinen Hufen getan im Jahr 1988, volle 6 Jahre zuvor. Lomitas verschwendete keine Zeit, um auch in seiner zweiten Karriere ein Star zu sein. Der erste Jahrgang umfasste unter anderem Silvano, Belenos und Sumitas, Arlington Million, Derby und German 2000 Guinness-Sieger. Und er schaute nicht mehr zurück. Lomitas starb in 2010, mit 22 Jahren. Und was für ein Erbe hat er uns hinterlassen. Es war seine Tochter Daydream, die neben anderen großen Siegen und dem King George in Ascot zu einem atemberaubenden Sieg im Prix de l'Arc de Triomphe im Jahr 2011 stürmte und somit das Rennen gewann, welches ihrem Vater immer verwehrt geblieben war.